ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man in einer fremden Wohnung, in der man eigentlich gar nichts zu suchen hat, eine Leiche findet. Ganz besonders übel ist es aber, wenn es bereits die zweite innerhalb einer Woche ist. Denn es gibt Dinge, an die sich ein Mensch eben nur schwer gewöhnt. Der erste war Albrecht Wieler. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Pressehof und hatte drei Kugeln im Kopf. Es gab ein Mordspektakel, der schließlich damit endete, dass man Albrecht Wielers unfreiwilliges Ableben meiner Kollegen Barkmann und mir in die Schuhe schieben wollte. Und dann passierte die Sache mit Marianne. Als ich zu ihr kam, um etwas Wichtiges zu erfahren, lag sie auf ihrer Couch, erwürgt. Und bei ihr war mein Kollege Barkmann. Tja, und dann ging es wieder von vorn los. Der ganze Zirkus fing noch einmal an. So langsam habe ich genug von Ihnen, Helden. Jedes Mal, wenn ich Sie sehe, ist eine neue Schweinerei passiert. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Als ich kam, war sie doch schon tot. Warum haben Sie uns nicht gleich benachrichtigt? Ich wollte ja, aber... Aber gerade in diesem Augenblick bin ich gekommen, was? Ja, gerade in diesem Augenblick. Wie lange waren Sie in der Wohnung, bevor ich kam? 10, vielleicht 15 Minuten. Das ist doch Zeit genug, um bei uns anzurufen. Ja, das ist Zeit genug, aber... Ich habe halt nicht früher dran gedacht, na. So, so. Ja, so, so, ja. Was ist denn dran so sonderbar? Ich habe halt einen Schreck bekommen, als ich Sie da auf dem Bett liegen sah. Ach nee. Und dieser Schreck hat 15 Minuten gedauert. Ah, ah. 14,5, genau. Denn in der 15. Minute wollte ich Sie gerade anrufen. Ach ja, ich erinnere mich. Ja, was ist? Herr Kommissar. Herr Helden, darf ich Sie bitten, einen Augenblick ins Nebenzimmer zu gehen? Mit Vergnügen, Herr Kommissar. Führen Sie die Frau herein und bereiten Sie alles vor. Jawohl, Herr Kommissar. Und Sie protokollieren jedes Wort mit. Frau Keilendorf. Frau Keilendorf, Sie haben heute vor ein paar Stunden einen Mann aus der Wohnung von Fräulein Behnken herauskommen sehen, herauskommen hören. Ja, ich kam herauf und ging in meine Wohnung. Auf dem Flur stieß ich plötzlich mit einem Mann zusammen. Er hatte ganz still gestanden. Woher wissen Sie, dass er hier aus dieser Wohnung kam? Ich hörte eine Tür gehen und es gibt nur zwei Wohnungen auf diesem Flur. Und weiter? Ich stieß mit ihm zusammen und entschuldigte mich. Und da sagte er, oh bitte, es ist nichts passiert. Er hat also gemerkt, dass Sie nicht sehen können. Ja. Würden Sie ihn an der Stimme wiedererkennen? Ich glaube schon. Gut. Versuchen wir es. Ich führe jetzt ein paar Leute herein. Achten Sie bitte genau auf die Stimmen. Vielleicht ist der Mann darunter, mit dem Sie vorhin gesprochen haben. Ich werde es versuchen. Setzen Sie sich bitte hier hinter diesen Tisch. So. Vor diesem Tisch werden 6 Leute stehen. In einer Reihe. Und zwar wird der Erste hier stehen. Hier. Können Sie sich die Richtung merken? Ja, natürlich. Und der Letzte wird hier stehen. Hören Sie hier. Ja. Aber ich weiß nicht, was... Ich verstehe das alles nicht so. Passen Sie auf. Ich möchte feststellen, ob derjenige, den ich jetzt hereinführe, bereits weiß, dass Sie nicht sehen können. Deshalb müssen Sie so tun, als seien Ihre Augen in Ordnung. Können Sie das? Führen Sie die Leute herein. Aber nicht zu nah, bitte. Ich werde die Brille besser nehmen. Gut, ich passe schon auf. Führen Sie die Leute herein. Jawohl, Herr Kommissar.
Meine Herren, jeder von Ihnen wird jetzt folgenden Satz sagen. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Ist das klar? Fangen Sie an. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Bitte weiter. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Weiter, bitte. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Bitte nochmal. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Ja? Oh, bitte, es ist nichts passiert. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Würden Sie es bitte noch einmal sagen? Oh, bitte, es ist nichts passiert. Bitte sprechen Sie es doch mal etwas leise. Oh, bitte, es ist nichts passiert. Mir ist auch nicht. Danke, das genügt, meine Herren, Sie können gehen. Herr Bartmann? Ja? Kann ich Sie noch einen Augenblick sprechen? Ja, bitte. Tragen Sie Manschettenknöpfe? Ob ich was? Ob Sie Manschettenknöpfe tragen? Ja, natürlich. Der Herr, der heute Fräulein Behnken besuchte, trug große, auffallende Manschettenknöpfe. Frau Kallendorf hat es gesehen, als seine Hand auf dem Treppengeländer lag. Zeigen Sie ihr die Knöpfe. Hier. Aber was soll das? Ist erledigt. Sie können sich wieder hinsetzen. Frau Kallendorf, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich hätte Ihnen gern geholfen. Ich das weiß. Haben Sie. Vielen Dank. Blacher, bringen Sie die Dame bitte hinaus. Auf Wiedersehen, Frau Kallendorf. Auf Wiedersehen. Bartmann, wie sind Sie eigentlich hier hereingekommen? Die Tür. Die Tür war nur angelehnt. So, so. Sie können jetzt gehen. Nehmen Sie Helden unter den Arm und sagen Sie ihm, dass er aufhören soll, in fremden Wohnungen Leichen zu finden. Ist das alles? Nein. Sagen Sie ihm auch, dass er uns für die nächsten Tage zur Verfügung stehen muss. Dasselbe gilt auch für Sie. Raus! Hartmann! Kommissar? Was gefunden? Ein paar Fingerabdrücke und Durchdruck von einem Brief. Durchdruck, kann man ihn lesen? Nur teilweise. Ich habe ihn zum KTU geschickt, wird schon untersucht. Haben Sie was gefunden? Hartmann, als wir kamen, war die Behnken schon über eine Stunde tot. Glauben Sie, dass ein Mensch über eine Stunde bei einer Leiche bleibt, die er selber fabriziert hat? Vielleicht war zu viel Betrieb auf der Treppe und die konnten nicht raus. Hartmann, ich muss Sie enttäuschen. Helden und Bergmann fallen aus. Meinetwegen. Ich kann die beiden Kerle trotzdem nicht leiden. Wenn ich diesen Hartmann schon sehe, wird mir schon schlecht. Am liebsten hätte er uns eingesperrt. Vielleicht tut er das noch. Schon möglich. Am besten, wir geben das Sherlock-Holmes-Spielen auf. Es kommt ja doch nichts dabei raus. Erzähl's Wernicke. Er wird sich freuen. Richtig. Wernicke und Wächter. Die hatte ich ganz vergessen. Du wart hier, komm gleich. Herr Wächter! Herr Wächter! Ja, Sie wünschen? Ich muss Sie sprechen, Wächter. Ich wüsste nicht, warum. Aber ich weiß es. Hören Sie zu. Ich habe keine Lust und keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten.
werde Sie trotzdem sprechen, Wächter. Lassen Sie mich zufrieden! Gehen Sie raus! Ich lasse von Ihnen nicht mehr träumen! Gehen Sie! Sie, Wächter, dann hören Sie mir mal gut zu, ja? Ich will von Ihnen einige Dinge wissen. Sie werden mir hübsch antworten, verstanden? Was wollen Sie von mir? Ich weiß gar nichts! Warum haben Sie mich überfallen, ne? Ich weiß nicht, worüber Sie reden! Ich habe Sie gestern das erste Mal gesehen! Sie, Wächter, ich kann auch anders, ja? Lassen Sie mich los! Warum sind Sie mir in den Magen nachgefahren, ha? Sie sollen mich loslassen! Warum haben Sie mit Wernicke auf mich gewartet? Warum haben Sie mich überfallen, ha? Haben Sie es getan! Gut. Gehen wir auf die Polizei. Gut. Dann gehen wir zur Polizei. Zur Polizei geht's vorne raus. Ich darf doch wohl noch meine Jacke anziehen, was? Die hängt auch vorne. Auf der Polizei wird's eine Menge Fragen für Sie geben, Wächter. Na, wenn schon. Und für Sie eine dicke Klage. Können Sie verstehen? Geht so? Danke, sehr gut. Können Sie die Finger bewegen? Nein, das tut noch ein bisschen weh. Am besten, Sie bringen das mal zum Arzt. Werde ich tun. Morgen. Gute Besserung. Vielen Dank erstmal. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Unterredung mit Wächter habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, ich auch. Was ist? Verstehe es einfach nicht. Warum wirft Wieler den Brief in diesen Kasten, wenn die Post gleich nebenan ist? Dafür gibt es tausend Gründe. Bequemlichkeit. Glaube ich nicht. Der Brief war wichtig für ihn. Er war eilig. Also warum nicht gleich zur Post gehen? Aus Gewohnheit. Ja, vielleicht. Oder was? Er hat gar nicht diesen Kasten benutzt. Sondern? Ohne Briefmarken unseren Hauskasten. Ja, das ist möglich. Stimmt. Ja, natürlich. Er hat ihn immer benutzt, das weiß ich. Das kommt doch mit der Zeit hin. Um 5 Uhr werden die Dinger leer gemacht und kurz vorher hat er ihn eingeworfen. Aha. Gut, geh du auf die Redaktion und warte auf mich. Ich sehe mal im Postbuch nach. Gut. Kann ich das Posteingangsbuch haben? Was suchen Sie denn? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein, das können Sie nicht. Ich muss selbst nachsehen. Einen Augenblick. Vielen Dank. Wohin wollen Sie? Die Redaktion natürlich. Aber das geht aber nicht. Das Buch muss hier bleiben. Na gut, sehen wir hier nach. Schon alles von vorgestern eingetragen? Natürlich. Natürlich. Sagen Sie da. Da fehlt doch eine Seite. Das ist nicht möglich. Das gibt's ja nicht. Natürlich gibt's das nicht, aber Seite 246 fehlt. Lassen Sie mich mal sehen. Das verstehe ich nicht. Rausgerissen. Aber das ist noch nie vorgekommen. Hat irgendjemand in den letzten beiden Tagen nach dem Buch gefragt? Nein. Moment mal. Wo bleibt der Schlüssel zu diesem Raum, wenn er nach Hause geht? Wir lassen ihn immer stecken und der Olle Hansen holt die dann ab. Ach, und da kann jeder so reinspazieren, der will, ha? Aber es ist noch nie etwas passiert. Aber jetzt ist was passiert. Idiot. Ich finde ihn prima. Auch Sie brauchen dringend eine kleine Erholung. Das Bestattungsinstitut Palmenheim garantiert Ihnen einen klingstörten Aufenthalt. Heinz! Ja, warte eben. Hast du was gefunden? Ja, los, M, sag's ihm. Ich habe eben die Archivliste durchgesehen. Wieler war auch drin. Er hat 2 Zeitungen nicht zugegeben. Was? Ja, 2 alte Nummern vom Westdeutschen Kurier. Du, das sind sie. Die Zeitungen, die wir immer gesucht haben. Genau. Hier, ich habe die Nummern aufgeschrieben. Sag, werden im Archiv nicht alle Exemplare doppelt abgelegt? Doch, soll ich sie anfordern? Nein, dazu haben wir keine Zeit, dann kriegen wir sie erst morgen. Ich hole sie selbst. Wie ich Hansen kenne, wird er dich nicht reinlassen. Er gibt nichts ohne Anforderungen raus. Ja, Werner, in 3-4 Minuten rufst du Hansen an und sagst ihm, dass er sofort zum Chef kommen soll. Ja, aber wie kommst du dann ins Archiv? Ach, ich werde schon irgendwie reinkommen. Ich dachte, du bist sauer auf mich. Ich habe es um 24 Stunden verschoben. Verschoben? Hm. Einverstanden. Na, haben Sie mal wieder eine Leiche gefunden? Hallo, Held. Kommen Sie doch gleich mal mit drauf.
Sofort, ich muss nur noch was erledigen. Wieso, muss das jetzt gleich sein? Es ist erst wichtig, ich gehe nur ins Archiv und komme dann zu Ihnen. Ja, also beeilen Sie sich, ja? Ja, hallo, was ist? Ja. Ja, ich komme gleich. Rinnende in der Kartoffel. Raus aus der Kartoffel. Was will der Alte denn schon wieder von mir? Ich bin doch nicht eine Amme.
Na, Herr Helton? Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ja. Alles? Ja, alles. Sogar der Mörder von Albrecht Wieler. So. Und wie heißt der? Klagenkamp. Sie sind ja verrückt, Mensch. Als Wieler ermordet wurde, war ich noch auf der Redaktion. Das waren Sie nicht. So. Ja, da wissen Sie mehr als die Polizei. Allerdings. Ihr Alibi war nämlich falsch. Wir beide waren vorgestern die Letzten auf der Redaktion. Es war schon spät und keiner mehr im Haus. Und das war günstig. Günstig für Sie. Denn Sie wollten noch etwas tun. Etwas, zu dem Sie keine Zeugen brauchen konnten. Sie hatten unser Gespräch abgehört und wussten, dass ich mich mit Wieler treffen wollte. Na, Wetter, jetzt habe ich die Bücher vergessen. Gehen Sie vorn raus oder da hinten? Ich wollte eigentlich zum Hofausgang. Ach, tun Sie mir gefallen. Geben Sie dem Wendt die Schlüssel, ja? Er soll schon immer abschließen. Ja, ich werde es ihm geben. Macht Ihnen doch nichts aus, was? Nein, nein, natürlich nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank, ja? Aber gerade das mussten Sie verhindern. Ich durfte Wieler nicht sprechen. Und deshalb schickten Sie mich zum Portier. Zum Vorderausgang. Sie wollten Zeit gewinnen. Denn während ich um das Haus gehen musste, benutzten Sie die Treppe zum Hinterausgang, wo Wieler bereits auf mich wartete. Sie hatten keine Bücher vergessen, im Gegenteil. Sie hatten alles bei sich. Die Pistole von Bachmann und Ihre Tasche. Ja, Ihre Tasche war sehr wichtig. Denn Sie brauchten sie, um zu verhindern, dass die Türe zuklappte. Sie klemmten sie zwischen die Tür und den Türrahmen und gingen zu Wieler. Und Wieler dachte, ich sei's. Er kam auf sie zu. Und bevor er bemerkte, dass ich es nicht war, hat er 3 Kugeln im Kopf. Wieler! So ist das gewesen. Sie hatten alles genau geplant. Wieler wollte mir etwas sagen, aber Sie sind ihm zuvor gekommen. Sie haben ihn umgebracht. Erzählen Sie doch keine Märchen, Sie Idiot. Ich hatte keinen Grund, Wieler umzubringen. So? Dann lesen Sie doch das. Ach, Blödsinn. Vor 10 Monaten haben Sie vor Gericht gestanden. Wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht. Sie waren angeklagt, eine Frau über den Haufen gefahren zu haben. Quatsch! Irgendein Trottel hat sich in der Autonummer geirrt. Geirrt? Ihre Freunde Wernicke und Wieler haben einen Meineid geschworen. Du, das sagst du nicht noch einmal, du Hund, du Verfluchshund! Nicht eine einzige Schande gefunden. Aber hat Ihr Freund Wächter gesagt. Wir haben ihn ja auch gut befreit, ja. Ihn werden schon wieder. Komm, Herr Kommissar Bergner, bitte. So, Freundchen, jetzt erzähl mir mal dein Märchen. Hm? Wernicke war mit Geld zufrieden. Aber Wieler bekam kalte Füße. Er wollte aussteigen, er wollte nicht noch einen Meineid schwören. Ich warnte dich. Sie haben ihn umgebracht. Nein! Und heute Nachmittag waren Sie bei Marani Benken. Das stimmt nicht. Ich habe Zeugen. Ich bin den ganzen Tag im Hause gewesen, im Hause der Bahari. Ich kann es also gar nicht gewesen sein. Ich habe nichts mit dem Mord an der Benken zu tun. Interessant. Woher wissen Sie, dass Sie ermordet worden ist? Aus dem Fernschreiber. Sie lügen. Denn außer der Polizei, Bachmann und mir, weiß es nur noch einer. Der Mörder! Du willst mich fertig machen, Mensch. Aber das schaffst du nicht. Ebenso wenig wie Wieler. Ich habe das hier alles aufgebaut. Aus einem kleinen Mistblatt habe ich eine Zeitung gemacht. Eine Zeitung, verstehst du? Meine Zeitung! Und das lasse ich mir von keinem kaputt machen. Nicht von Wieler, nicht von der Benken und nicht von dir! Verletzt? Nee, er hat mich getroffen. Vorsicht, er ist der Wache! Bleib hier!
Bleiben Sie stehen! Sie sollen stehen bleiben! Wenn Sie weitergehen, springe ich. Wenn Sie weitergehen, nehme ich Sie mit runter. Hartmann, bleiben Sie stehen. Machen Sie keinen Unsinn. Klagenkamp, kommen Sie zurück. Klagenkamp, Sie haben keine Chance mehr. Seien Sie vorsichtig, sonst springt der Idiot wirklich. Ich lasse mich nicht einsperren. Hier mache ich Schluss. Bleiben Sie stehen. Klagenkamp, schauen Sie mal runter. Na los, gucken Sie runter. Das sind über 40 Meter. Sie werden hübsch aussehen. Bleiben Sie stehen. Sie sollen stehen bleiben. Kommen Sie nicht näher. Na los, springen Sie. Worauf warten Sie denn noch? Es wird nicht viel übrig bleiben von Ihnen. Bei dieser Höhe ist das eine todsichere Sache. Niemand wird den Zeitungsboss Bruno Klagenkamp wiedererkennen. Na los, springen Sie doch endlich. Wird ganz schön knallen.